Eine Frage, wie viel Geld hat euch McDonald's bezahlt? Okay, 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 jetzt sind wir da. Er macht nicht Burger Pommes, sondern er macht Chicken Nuggets und Curly Fries. Jetzt kommt kleiner Max, kleiner Bruder Max, Digga. Sei nächstes Mal live dabei. Hey, Moritz live. Willkommen! Zu diesem weiteren Heymo-Video mit einem Friseur, mit Jerry am Start. Nebenher wieder gerade noch die Schildern Sven die Haare geschnitten. Frag mich nicht warum, Leute, es ist wunderbar. Wir sind mal wieder live on stream, die ganzen verrückten Leute sind wieder mit am Start. Wir haben ja letztens auf den Burger-Pommes-Song reagiert. Das war einfach ein absolutes Erfolgsvideo von mir. Ich glaube mittlerweile mein meistgeschautes Video gefühlt auf Heymo. Digga, es hat mittlerweile einfach 260.000 Aufrufe, kranke Scheiße. Und jetzt, heute, ist ein weiterer Burger-Pommes-Diss-Track rausgekommen. Und zwar von meinem offiziell ausgezeichneten schlechtesten YouTuber, Clash Games. Hier ist im Krankenhaus und seit jetzt behandelt. Diese Soundeffekte und alles, ich kann nicht mehr, wirklich. Alter, Clash Games, hier der gute Alte. Ich habe ja damals schon ein bisschen Kritik an ihm geäußert, weil ich meinte so, ey, feiere ich nicht so, dass du so tust, dass du einen kleinen Bruder hast und dann halt so sagst, dass du im Krankenhaus bist, dass dein Krankenhaus den Leuten Angst machst und so, habe ich nicht so gefeiert. Aber er hat sich gebessert, er macht jetzt auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Nee, die Brudervideos macht er nicht mehr. Und jetzt hat er einen Diss-Track rausgehauen, der sehr, sehr, sehr krass angekommen ist. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, Digga. Erstmal schon mal, what the fuck, Digga. Holy shit, Digga, wie du aussiehst. Dislikes sind, oh, okay. Ich dachte, es sind weniger Dislikes. 10.000 Dislikes auf dem Video, wir schauen in die Kommentare rein. Song geht voll klar, Respekt, okay. Der Beat knallt härter als die Tür vom Arbeitsamt. Bars, okay. Ihr müsst euch unbedingt zweimal auf schneller anhören, okay, okay. Jetzt mal ehrlich, der Song geht voll klar, okay, okay. Die Leute sind eigentlich hyped. Ich bin echt gespannt. Ballert auf lautlos, bitte nicht. Dein bitte nicht. Oh Gott Ein Mensch, das ist den Eierkopf. Das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt lüftet's. Aber wo ist das jetzt mit dem Burger Pommes Distrack, Bro? Bis jetzt geht's um was ganz anderes. Bruder, was ist das denn? Also bis jetzt noch kein Burger Pommes Distrack, aber es grooved. Wie ein alter weiser Mann sagen würde, es grooved. Wie Nuggets und Curly Fries, fuck. Du Pommes in dein Burger rein. Ich krieg von deinen Songs. Ah, okay, jetzt check ich. Warte mal, oder? Auf wie Nuggets und Curly Fries, Chef. Ich press euch auf wie Nuggets und Curly Fries, fuck. Du Pommes in dein Burger rein. Ich krieg. Er fühlt sich so cool, Digga. Holy shit, guck dir das mal an hier, Digga. Oh yeah, baby. Okay, aber der Diss war jetzt noch nicht so stark, muss ich sagen. Okay. Okay, er macht ein neues Ding, Digga. Er macht nicht Burger Pommes, sondern er macht Chicken Nuggets und Curly Fries. Ich weiß nicht ganz, ob das ein guter Diss ist, Digga. Das ist eigentlich im Endeffekt das gleiche in Grün, auch wieder von McDonald's. Aber ja. Ihr habt bisschen zu viel Burger Pommes genascht. Eine Frage, wie viel Geld hat euch McDonald's bezahlt? Okay, 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 jetzt sind wir da. Curly wusste nicht mehr ganz, was er noch schreiben soll. Also macht ihr eine Kopie von meinem Song, das weiß ich doch. Lukas, du machst. Okay, okay. Besser bin hier der krasseste Rapper. Du bringst nur Kacke von gestern. Okay, 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 okay. Langsam wird's besser, ich bin gespannt. Das war's nicht? Der Chat ballert krass auf laut und der Chat ist doch gar nicht überzeugt. Okay, okay, krass. Wir gehen rein. Machst doch keinen Geschmack, dann ist kein Salz oder Pfeffer. Ich kann euch alle drei wie Takis zerschmettern. Ich mache. Oh, Bruder, aber vom Text ist eigentlich, also so vom Flow ist krass. Ja, und hör mal her, du kleiner Schmackofops. Wenn ich dich disse, nimmt die Anzahl deiner Abos. Denn sie wollen lieber mein Merch auf der Website kaufen. Yeah, also es ist eigentlich, im Endeffekt ist es eigentlich das gleiche wie Burger Pommes. Hatet jetzt den besten, legendärsten, famosesten WhatsApp-Channel der Welt bei. Dort kriegt ihr dumme Audios von mir. Tonnenweise Geld. Und die neuesten Updates, also kommt mit mal rein. Wir sehen uns. Also es ist eigentlich wie Burger Pommes, nur in qualitativ hoch. Na, Musikvideo ist ein bisschen schlechter, aber dafür ist der Song halt deutlich, deutlich besser, weil er halt vom Flow einfach viel krasser ist. Aber er macht auch Merch-Werbung, er macht auch irgendwie für McDonald's im Endeffekt Werbung, wenn er sagt, dass man Curly Fries und Chicken McNuggets kaufen soll. Das Einzige, was gleich da ist, ist Leontine. Leontine, also es gibt keine Kinderarbeit am Start bis jetzt. iCrimex gibt dir Klicks auf seinen Nacken. Der macht nur mit, um seine Limo zu vermarkten. Okay, Digga, okay, der war stark. Und ich hab die getestet, ich sag euch ehrlich, komm mal näher. Ich find die lecker, ich bestell mir davon mehr. Kein. Okay, auf korrekt. Ich fand die auch ganz lecker, muss ich sagen. Mensch, das ist den Eierkopf. Das hier habt ihr euch eingebrockt. Kann man denn in einem Satz sagen, Digga, also das ist ja wieder lost. Wie kann man in einem Satz sagen, ey, hier, wie viel hat euch McDonald's bezahlt, Bro? Und er sitzt jetzt bei McDonald's in seinem eigenen Musikvideo mit Curly Fries und Chicken McNuggets mit dem McDonald's-Logo im Hintergrund. Das seht ihr gerade nicht. Da ist das McDonald's-Logo. Also bis jetzt muss ich sagen, fand ich den TJ-Diss-Track deutlich besser. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Ich fress euch auf. Aber Bruder, vom Flow ist es krass. Curly Fries. Hol mir alle Kinder. Oh nein, jetzt kommt kleiner Max. Jetzt kommt kleiner Max, kleiner Bruder Max, Digga. Also bis jetzt muss ich sagen, der Flow ist krass. Ja, von der Message her ist auch nicht so viel besser. Okay, wir gehen rein. Wir gehen rein, kleiner Bruder Max. Hol mir alle Kitties an, ich bin viel cooler als die. Du könntest niemals meinen Bruder besiegen. Ich würde lieber nie mehr rappen wollen an deiner Stelle. Denn alle haten deine Lieder, Lukas, mach keine Welle. Okay. Okay, kleiner Bruder Max, teilt aus, Digga, dieser Snapchat.
Das ist so geisteskrank. Ich mache Scheiße zu Gold und du machst einfach nur Scheiße Zeit. Okay, okay, ich mach Scheiße zu Gold, aber du machst einfach nur Scheiße. Ja, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Oh, ihr seid Brothers in Crime, ihr klaut mit Huggies und Prime. Ich komm mit Nuggets und Fries und morgen klaut ihr das auch. Yo, wow. Naja, ich finde aber eher Curly Fries und Nuggets ist, ich finde Curly Fries und Nuggets ist eher die Wish-Version von Burger und Pommes, oder? Oder ist es andersrum? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Warum robbt ihr mich aus? Die Credits taufen nicht auf. Du machst dich laufen zum... Oder hat er das als erstes erfunden? Das weiß ich natürlich nicht. Ich bin jetzt nicht drin in der ganzen Thematik, muss ich sagen. Aber ich glaube, mehr Leute kennen Burger Pommes als Curly Fries und Nuggets. Was ist so krank? Warum machen alle McDonalds-Werbung, Digga? Lass dich doch mal bezahlen von McDonalds. Bro, hau mal ab mit deinen Burgies. Und mach die Biege mit den Drecks-Rap-Songs. Lukas, keiner kann was machen, so bei Cash Games kommt. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Digga, er ist so. Er kommt aus der Hood. Wenn man sagt, er kommt aus der Hood. Junge, er wächst mit so Graffiti noch im Hintergrund, Digga. Das ist die Hood, wo er herkommt hier. Hey, Bro, ich komme aus der Hood, Digga. Vertraue, Bro. Ich bin in der Hood aufgewachsen. Ich komme aus der Hood, Bro. Ich komme aus der Hood. Da, wo ich aufgewachsen bin, Digga, das war eine schwere, schwere Kindheit, wirklich. Ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Du Pommes in dein Burger rein. Oha, Bruder, aber geile Karre. Ist das deine eigene Karre? Hört ihr mich? Das ist crazy, wirklich, muss ich sagen. Geile Karre, Digga. Scheinbar verdient man ganz gut mit den Videos, Digga. Nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Nee? Oh, schade. Warum zerschmerzt er die ganze Zeit so eine Melone? Ist die Melone, was soll die Melone darstellen? Was ist die Melone? Lukas, ist eine Melone. Okay. Mir tut die Melone ein bisschen leid. Die hätten wir noch essen können. Okay, er isst sie noch? Okay, ich nehme die Kritik zurück, er isst sie noch. Ich liebe diese Screenshots, Digga. Einfach mal kurz 2 Sekunden genießen. Okay, wir machen weiter. Das war's, okay. Boah, das ist sogar auf Spotify. Wie viele Streams hat das auf Spotify? 40.000 Streams, gar nicht mal schlecht. Ja, die Melone sieht gefährlich aus. Icecraft Records incoming. Ja, also er kann schon echt gut rappen, muss ich sagen. Also als grobe Zusammenfassung, er kann auf jeden Fall rappen. Er ist nicht schlecht im Rappen. Aber ja. Ja, ist schon immer, ich würde sagen, 7 von 10. Ich gebe mir 7 von 10, nicht schlecht. Sven, was gibst du dem Song? Wie weit bist du im Arschnitt, Bro? Ja. Der Song gibt von mir eine 7,2 von 10. Was sagt der Chat, Freunde? Chat entscheidet, was wir nehmen als Endwertung. 6. Okay, 8 von 10, 0, 7, 7. In der Nische 8 von 10, 7 von 10, 11 von 10, 2, 3, ja. Ich glaube, wir einigen uns mal so auf 6 bis 7 von 10. Ist schon nicht schlecht. Sei nächstes Mal live dabei. Hey, Moritz, live.